Liebe Seherinnen und Seher des YouTube-Kanals der Zeitschrift International, ich melde mich heute allerdings auch in meiner zweiten Eigenschaft, die ja doch hinlänglich bekannt ist, nämlich als Generalsekretär der Gesellschaft für österreichisch-arabische Beziehungen, welche mit Palästina natürlich sehr viel zu tun hat. Wir führen heute nämlich ein Gespräch über die Pandemie in Israel-Palästina, vor allem aufgrund der jüngsten Informationen bezüglich der Probleme mit den Impfungen für die palästinensische Bevölkerung. Mein Gesprächspartner ist ein alter Freund, daher bitte um Verzeihung, dass wir beim informellen Du bleiben. Es ist Dr. Gerald Rockenschaub. Servus, guten Mittag, lieber Gerald. Gerald ist Österreicher, wie man dann bald hören wird. Er ist Steirer, wie man vielleicht auch noch hören wird. Und er ist zusätzlich Chef der WHO in den palästinensischen Gebieten. Er ist österreichischer Arzt. Daher, lieber Gerald, fangen wir gleich einmal mit der ersten faktischen Frage an. In den letzten Tagen und Wochen sind Nachrichten auch zu uns gekommen, wonach die Impfaktion in Israel sensationell läuft, die beste weltweit, obwohl sie die höchsten Krankheits- und Totenzahlen haben. Aber bei den Palästinensern überhaupt keine Impfungen möglich sind. Die Palästinenser im Wesentlichen beschweren sich, dass die Israelis es nicht zulassen, dass eben Dosen auch für palästinensische Spitäler oder Ärzte zur Verfügung gestellt werden. Wie sieht die Situation aus deiner Sicht, aus der Sicht des WHO-Repräsentanten an, aus, weil die WHO wird im Wesentlichen wahrscheinlich die Verantwortung übernehmen, sollte es dann auch zu Impfungen bei den Palästinensern kommen. Ja, danke, lieber Fritz, und herzliches Servus aus Jerusalem. Prinzipiell, wir arbeiten natürlich in erster Linie mit dem Gesundheitsministerium der Palästinenserbehörde zusammen. Und um Impfungen sicherzustellen, gibt es diese globale sogenannte COVAX Facility. Das ist ein globales Konsortium, hauptsächlich bestehend aus der globalen Vaccine Alliance, Gavi, und dann gibt es sowas wie CEPI, das ist die Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, und der WHO. Und das diese COVAX Facility wurde in erster Linie dazu eigentlich gegründet, um Ländern, die sich auf dem internationalen Markt nicht so leicht mit Impfstoff eindecken können, weil es da doch eine große Konkurrenz um die begrenzten Kapazitäten gibt, um denen auch Zugang zu gewähren. Da gibt es 92 Länder, die sozusagen aus dieser COVAX Facility Impfstoffe für maximal 20% ihrer Bevölkerung beziehen können, und das zu Konditionen, wo sie diese sozusagen gratis bekommen, weil das von Gebern finanziert wird. Die Palästina, es ist sozusagen eines dieser 92 Länder, das in einer Reihe von bürokratischen Vorbereitungstätigkeiten notwendig. Die sind alle praktisch abgeschlossen, und die Palästinenserbehörde hat auch zeitgerecht diese Anforderungen an das COVAX-Sekretariat geleitet. Und wir hoffen und warten jetzt, dass die ersten Impfstoffzuteilungen hoffentlich im Februar bis März zur Verfügung gestellt werden können über diese Facility. Das wird in den ersten Zuteilungen in erster Linie für das Gesundheitspersonal priorisiert werden, wie das in den meisten Ländern der Fall ist. Naja, das Problem, das kennen wir ja aus vielen anderen Beispielen auch, ist halt so, dass Palästina kein funktionierender eigener Staat ist. Das heißt, alles, was sich in Palästina real abspielen sollte, muss in Wirklichkeit mit den israelischen Besatzungsbehörden, wenn man das salopp sagen wird, akkordiert werden. Und im Wesentlichen jede Schraube, jeder Nagel, der in die palästinensischen Gebiete importiert werden soll, muss
de facto von den Israelis bewilligt werden. Wie schaut also jetzt, und hier gibt es die Beschwerde eben der Palästinenser, es hat gerade in den letzten Tagen ein langes Video von Mustafa Barghouti gegeben, der ja nicht nur ein bekannter palästinensischer Politiker ist, sondern auch Arzt, Chef von Medical Relief, zusätzlich infiziert, wie er selbst in dem Video mitgeteilt hat, der im Wesentlichen sagt, die Israelis lassen nichts zu. Der Höhepunkt des Zynismus, hat er gesagt, ist, dass die ungefähr 5000 sogenannten politischen Gefangenen der Palästinenser, die in Gefängnissen in Israel sitzen, keine Impfungen bekommen, aber ihre israelischen Wächter sehr wohl. Das heißt, wie schätzt du eben als WHO-Repräsentant ein, dass die Israelis das dann, wenn die nötigen Dosen zur Verfügung stehen von diesem internationalen Fonds, dass die Israelis das dann auch durchlassen? Also wir sind diesbezüglich in relativ regelmäßigem Austausch mit den Israelis aus einer Reihe von Gründen. Einer der Gründe ist eben, um sicherzustellen, dass der Import von Impfstoffen, vor allem auch wenn das möglicherweise Impfstoffe wären, die in Israel nicht registriert sind, dass wir da keine logistischen Schwierigkeiten haben. Und in unseren Gesprächen mit den Israelis, vor allem mit dem COGAT, also das ist die Militärverwaltung, der Coordinator of Government Activities in the Territories, die haben uns also bislang zugesichert, dass sie darauf drängen werden, dass es da keine logistischen Hindernisse gibt. Wir haben da einen Präzedenzfall, weil wir haben früher mal Schwierigkeiten gehabt mit den normalen Impfstoffen, wo für gewisse Zeit die Israelis nicht erlaubt haben, von gewissen Produzenten in Fernost Impfstoffe, die über das UNICEF-Procurement-System laufen, zu importieren für das reguläre Impfprogramm der Palästinenser. Da hat es dann aber eine Kompromisslösung gegeben und die Israelis haben uns zugesichert, dass diese Kompromisslösung sicher auch schlagend wird, wenn also Corona-Impfstoffe importiert werden über die COVAX-Facility oder auch über bilaterale Vereinbarungen. Die Palästinenserbehörde versucht ja nicht nur über die COVAX-Facility Impfstoffe zu bekommen, sondern hat auch bilaterale Diskussionen. Es gibt Kontakte mit der russischen Regierung, um diesen Sputnik-Impfstoff möglicherweise zu bekommen. Es gibt Diskussionen mit China. Und sie haben auch eine Order jetzt mit AstraZeneca finalisiert und 2 Millionen Dosen über AstraZeneca bestellt, die vermutlich auch im Februar verfügbar sein werden. Die werden nur für die palästinensischen Gebiete verfügbar sein? Das ist eine direkte Order von der Palästinenserbehörde, eine private Order mit AstraZeneca, die meines Wissens entweder knapp vor Abschluss oder schon abgeschlossen ist also die offensichtlich, ich habe das mit der Ministerin auch diese Woche diskutiert, die wahrscheinlich im Februar zur Verfügung stehen werden. Gut, was aber offensichtlich bleibt, ist doch ein deutlicher zeitlicher Unterschied zwischen den Impfungen in Israel, wo man jetzt schon weit über 1 Million Impfungen ist, glaube ich, und den Palästinensern, wo im Moment überhaupt keine Impfungen durchgeführt worden sind. Und zum Beispiel nach Einschätzung von Mustafa Barghouti, bis wirklich konkrete Impfungen an Palästinenser in der Westbank und in Gaza durchgeführt werden, dauert das, er meint, auf jeden Fall noch mehrere Monate, nicht so wie du jetzt zum Ausdruck gebracht hast, die Hoffnung, dass im Februar schon geimpft werden kann. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich meine, erstens muss ich da recht geben. Ich meine, es wird wahrscheinlich der ungleiche Zugang zu essentiellen Impfstoffen, es ist nirgends so offensichtlich wie momentan in dem Kontext hier. Wie du gesagt hast, der Israel ist global führend mit ihrer Impffrequenz bislang. Ich glaube, haben 17-18% der Bevölkerung mehr als 1,5 Millionen bislang geimpft.
Von den Palästinensern ist niemand geimpft, mit Ausnahme der Palästinenser, die in Ost-Jerusalem leben und die also Jerusalem ID haben und damit Zugang zum israelischen Gesundheitssystem. Die sind natürlich auch bislang also entsprechend ihrer Prioritätsgruppe geimpft worden. Na, ich kann nur sagen, wir haben relativ gute Verhandlungen mit Gavi und mit dem COVAX-Sekretariat. Erst gestern letzte Konferenz, wo wir auch darauf gedrängt haben, es gibt möglicherweise die Möglichkeit, die für eine sehr geringe Anzahl von Ländern zur Verfügung steht, die eine sozusagen eine limitierte Quantität von Pfizer-Impfstoffen unter Umständen für eine sehr enge Zielgruppe von Gesundheitsarbeitern möglicherweise auch in Palästina möglich machen könnte. Da sind ein paar weitere Vorbereitungsschritte möglich. Aber aus meiner Sicht müsste es mit Februar möglicherweise, wenn das zutreffend ist, sogar mit Ende Jänner auch Impfstoff in den Palästinensergebieten geben. Hängt aber auch davon ab, wie gut die Vorbereitungen auf Palästinenserseite voranschreiten und wie technisch ausgefeilt der Impfplan und die ganzen bürokratischen Voraussetzungen sozusagen in die Wege geleitet werden. Wie schaut denn überhaupt die Häufigkeit in den palästinensischen Gemeinden? Ihr habt vor 2 Tagen einen Bericht herausgegeben, der 162.000 Fälle, akute, also gemeldete Fälle, davon 142.000 schon eben wiederum geheilt und aktuell 1.663. Das ist im Schnitt Palästina, das heißt, das ist Westbank und Gaza. In Gaza ist die Sache viel dramatischer, weil dort die Situation auch eine ganz andere ist durch die Enge, durch die großen Flüchtlingslager. Aber zunächst einmal, stimmen diese Zahlen noch in etwa, dass also in Palästina, also wir sprechen von etwa im Moment 1.600 Toten und 162.000 Fällen gegenüber Israel. In Israel selbst sind es nach meinen Angaben so etwa über 370.000 Fälle, aber schon 6.500 Tote. Also hier ist die Zahl, das ist im Vergleich zu Österreich ja auch interessant, weil das ist eigentlich doppelt so viel, mehr als doppelt so viel. Also Israel war ja wirklich offensichtlich sehr stark betroffen. Also ist die Zahl der Infizierten, das Verhältnis zwischen Israel und Palästina in etwa vergleichbar? Oder kann man sagen, dass es in Palästina hier eine ärgere Betroffenheit gibt? Nein, ich glaube, das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Es hängt natürlich immer davon ab, von der Testfrequenz, wie wasserdicht diese Zahlen und Daten tatsächlich sind. Dazu muss man sagen, dass wir in Palästina immer wieder mal Schwierigkeiten gehabt haben, die adäquaten Testkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Vor allem in Gaza, wo eigentlich wir als WHO einer der Hauptlieferanten der Testkits sind. Das ist eine ziemlich logistische Herausforderung. Man sieht es auch an der Positivitätsrate, die also zu manchen Zeiten bis zu 50% aufgegangen ist und die eigentlich bei 5% liegen sollte. Momentan liegt sie bei ungefähr 20%, 25%, immer ein bisschen schwankend. Aber die Zahlen, glaube ich, stimmen eigentlich weitgehend. In Israel haben wir momentan, glaube ich, 65.000 aktuelle Akutfälle in der Westbank und im Gazastreifen sind es in etwa 18.000 momentan. Wobei man natürlich sagen muss, dass das insofern in Gaza ein größeres Problem darstellt, als natürlich die medizinischen Kapazitäten im Gazastreifen und in der Westbank nicht wirklich vergleichbar sind mit den medizinischen Kapazitäten des israelischen Gesundheitssystems. Das ist Gaza wissen wir, dass Gaza ist in jeder Hinsicht ja eine spezielle Situation, weil einfach halt die
die Kontrolle der Importe und Exporte so mehr oder minder hundertprozentig dicht ist. Es gibt also eine sehr enge Bevölkerungsdichte. Das heißt, wenn du dort nicht immunisiert bist und den Virus irgendwo auffängst, dann hat also mit hoher Wahrscheinlichkeit die weitere Familie das ebenfalls. Zum Beispiel ist interessant, weil da wollte ich dich fragen, nach Bagutis Angaben, das ist interessant, Baguti meint, die Zahl der Infizierten in Palästina sei über eine halbe Million. Und eure Angabe ist also unter 200.000 und er sagt auch, die Situation in Gaza ist mit ungefähr 36% Infizierte. Also das hast du ja selbst erwähnt und wir kennen das ja auch. Natürlich ist die Qualität der Tests, die Qualität der Gesundheitsversorgung in den palästinensischen Gebieten und da wiederum ganz besonders in Gaza nicht vergleichbar mit israelischen oder europäischen Standards. Das heißt, hier müsse man schon in Wirklichkeit immer auch einen etwas mit berücksichtigen, dass die Statistiken wahrscheinlich eher zu niedrig sein werden. Ne? Ja, also wir sind momentan gerade dabei, einen sogenannten Zero Survey über das gesamte Palästinensergebiet zu machen. Das ist also, wo Bluttests von einem Sample der Bevölkerung genommen wurden und die jetzt auf Antikörper getestet werden und wo man dann sozusagen einen besseren Überblick haben wird, wie hoch die Durchseuchung oder die bisherige Infektion in der Durchschnittsbevölkerung fortgeschritten ist. Wir haben da das Resultat und wir warten dann nur auf die Labor, auf die Testkits und so weiter, um diese Bluttests sozusagen durchführen zu können, aber das wird einen besseren Überblick geben, wie hoch sozusagen wirklich die Durchseuchungsrate ist. Und das hat man ja in Österreich zum Beispiel in manchen Gebieten gebraucht, in Ischgl zum Beispiel, wo man draufgekommen ist, dass da also eine überproportional hohe Durchseuchungsrate in einer offensichtlich beschränkten Bevölkerungsgruppe schon nachweisbar war. Ja, ja, also gut, jetzt das Resümee ist, in dieser COVAX-Facility laufen einfach halt jetzt Bestellungen. Das Ziel ist, 20% der palästinensischen Bevölkerung einfach innerhalb der nächsten, sagen wir mal, paar Monate, ob jetzt paar, zwei oder vier sind, wird man sehen. Wahrscheinlich, wenn man den Nahen Osten und speziell Palästina kennt, werden es eher vier als zwei sein, dass man 20% der Bevölkerung impft und immunisiert. Ist damit ein längerfristiger, wirklicher Beitrag geleistet, um die Epidemie tatsächlich in den Griff zu bekommen, im Vergleich zu dem, was in Israel, das Ziel ist ja Israel, gut, das ist auch wahlkampforientiert wahrscheinlich, manches der Ankündigungen, da wird also gesagt, in Kürze haben wir die Herdenimmunität erreicht. Wird das in Palästina auch möglich sein überhaupt? Ja, es wird möglicherweise oder doch wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzen der Wahrscheinlichkeit in Palästina etwas länger dauern, auch wenn man später beginnt. Premierminister Netanyahu hat, glaube ich, gestern angekündigt, dass er bis März alle durchgeimpft haben möchte in Israel. In Palästina wird es sicher nicht so schnell gehen. Mit den 20% ist es sicher nicht getan. Was aber die Palästinenser auch gemacht haben, sie haben zusätzliche 40% über COVAX bestellt. Diese 40% werden aber erst zur Verfügung stehen, wenn sozusagen alle 92 Länder die ersten 20% zugeteilt bekommen haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich erst später, 2021, erfolgen. Sie haben aber, wie er schon zu Beginn gesagt hat, eine Reihe von privaten Initiativen und bilaterale Verhandlungen, die momentan stattfinden, um zusätzliche Impfkapazitäten zu mobilisieren. Also man wird sehen müssen, erstens, wie die globalen Produktionskapazitäten sich entwickeln, welche zusätzlichen Impfstoffe noch verfügbar wären über 2021, um dann letztendlich beurteilen zu können, wann man eine Herdenimmunität mit einer Durchimpfung erreichen wird können, die man schätzt, die wahrscheinlich wird man 60-70% der Bevölkerung durchimpfen müssen, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Naja, gut.
Bleibt nur zu hoffen, dass das einigermaßen irgendwann funktionieren wird. Bersaldo bleibt als Analyse, dass es wäre ja anders überraschend, dass auch im Zusammenhang mit Covid und mit der Pandemie im Wesentlichen wir in Israel und in der Palästina von zwei getrennten Versorgungssystemen und Systemen rechnen können, wobei sich auch hier im Wesentlichen halt ergibt, dass also die Erstberücksichtigten die israelische Bevölkerung sind und dann wir der Zuteilungen über die internationale Community, die Palästinenser halt dann in zweiter Hinsicht bedient werden. Also insofern können wir nur hoffen, dass das doch funktioniert und die WHO selbst, am Schluss noch einiger, inwieweit seid ihr dann auch technisch eingebunden jetzt bei den, seid ihr auch schon bei den Tests eingebunden und auch bei den Impfungen, weil die Situation in den palästinensischen Gebieten kennend, auch in den palästinensischen Spitälern, die sind natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir üblicherweise gewohnt sind. Ist das dann eigentlich zu erwarten, dass das erstens, dass die Tests halbwegs professionell durchgeführt worden sind und dass die Impfungen dann auch wirklich durchgeführt werden können, so wie sie nach der medizinischen Schulmedizin einfach gehörten? Oder sind eure Leute dann hier auch selbst dabei? Na, erstens einmal, die Tests, die wir bislang geliefert haben, die sind globaler Standard. Da geht es lediglich darum, sozusagen adäquate Kapazitäten zur Verfügung zu stellen und immer wieder die Lieferungen zeitgerecht sicherzustellen, was ein ziemlicher logistischer Aufwand ist, weil ich meine, es werden doch im Gazastreifen zwischen 2.000 und 4.000 Tests pro Tag durchgeführt. Also das ist ein ziemlicher Aufwand sicherzustellen, dass es da keine Lücken gibt. Was wir natürlich auch gemacht haben, ist zusätzlich medizinisches Equipment zu mobilisieren. Wir haben also für Gaza bislang an die 50 zusätzliche Intensiveinheiten mobilisiert von Beatmungsgeräten über Monitore, Spitalsbetten und so weiter und sind jetzt natürlich in einer wesentlich besseren Position, Corona-Patienten adäquat behandeln zu können. Abgesehen von den natürlich Personalkapazitäten, die in Gaza natürlich limitiert sind, aber selbst da haben wir versucht, internationale Experten immer wieder auf Kurztrips zu schicken und auch mit Online-Trainings das irgendwie zu versuchen zu kompensieren und die sozusagen auf den letzten Stand zu bringen. Ja, was die Impfmobilisierung anlangt, das wird man jetzt sehen müssen, aber es gibt, das muss man schon auch sagen, ich meine, das Impfsystem in den Palästinensergebieten ist ein relativ gut entwickeltes und die haben doch, ich meine, wenn man sich die Impfquoten anschaut, also die haben wesentlich bessere Masern-Durchimpfungsrate, als wir das in Österreich haben. Also man kann da schon auf einer relativ solider Basis aufbauen. Natürlich gibt es logistische Herausforderungen, besonders mit dem Pfizer-Impfstoff, der auf minus 80 Grad gekühlt werden muss, aber da gibt es auch mittlerweile die Kühlkapazitäten. Und also alle Vorbereitungen sind eigentlich relativ weit fortgeschritten, um alle logistischen Herausforderungen entsprechend überwinden zu können und dann sicherzustellen, dass die Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass die auch rasch verimpft werden können und die Leute erreichen, die sie wirklich brauchen. Na gut, dann hoffen wir, dass die nächsten oder übernächsten Meldungen aus Palästina diesbezüglich doch weniger alarmierend sind als die letzten und aktuellen und dass also möglichst bald Impfungen ins Land kommen und dann auch durchgeimpft werden kann. In dem Sinn, lieber Gerald, alles Gute. Ich sehe an deiner Adjustierung, es ist inzwischen bei euch auch Winter. Absolut. Insofern vom sommerlich-winterlichen Wien schöne Grüße nach Jerusalem und wir bleiben in Kontakt. Alles Gute und Servus. Vielen Dank, Fritz. Alles Gute nach Wien.